Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Dass wir in Tarkov meist bis zum letzten Atemzug fighten und versuchen, das Maximum aus jedem Raid rauszuholen, kann, glaube ich, jeder von euch unterschreiben. Leider rückt aber das Überleben, was immer so wichtig in Tarkov war, mittlerweile eher in den Hintergrund, was es zwar für die Allgemeinheit der Gamer interessanter macht, für alle die, die aber gerade auch viel Wert auf den Survival-Part legen, verabschiedet sich gefühlt immer mehr ein Stück von dem Tarkov, wie es mal sein sollte. Und gerade wenn man mal in einen Raid startet, der einfach von Beginn an schief läuft und sich das auch weiter durchzieht, sodass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis einen die Kugel erwischt, ist doch auch mal ein Rückzug eine Überlegung wert, um dann vielleicht nochmal frisch anzusetzen, anstatt überhebliches Über-Chat-Gameplay zu versuchen und alles zu verlieren. In diesem Raid mit Diablo ging so einiges schief. Was genau und wie ich mich bei jedem neuen Problem in diesem Raid entschieden habe, seht ihr am besten selbst. Deswegen auch der Raid wieder in voller Länge. Mehr spoilern will ich auch gar nicht, das war's also an dieser Stelle wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Das fand beim letzten Wipe mit Mate eine Impact an den Hinterkopf geworfen, das fand er nicht so gut. Das glaub ich. Wollen wir jetzt warten, bis Spieler kommen, oder? Sie sind schon längst da, die Spieler. Scheiße. Ja, dann geh weg da. Lass mich. Boah, weg der. Au! Ich. Scheiße. Thank you.
Meine Güte. Scheiße. Fuck. Geh niemals mit dem CMS rein, das nur noch eine Aufladung hat. Dann halten wir Painkiller noch, 74 Sekunden. CMS dabei. Oh mein Gott. Das holt leider nicht wieder. Stimmt. Hi Krümel! Du! Ich bin nur kurz zum Lurk gekommen. Ist schön. Warte mal, das was er dabei hatte, war das große PS oder kleine? Kleine, ne? Ah, genau! Der hatte nicht mal eine Armor an. Ich bin hier. Shit. Ist hier nicht Medic-Kram? Ah, hat schon alles leer gelootet. Du kannst ja im Ester. Dein Bein ist tot. Ja, ich habe leider nichts mehr, um das wieder heile zu machen. Ballert. Wenn ich da lang renne, komme ich doch wieder. Muss ich hier die Richtung? Ich muss die Richtung. Sims, ja. Ich habe Schmerzmittel schon drin, aber das hilft mir jetzt gerade nicht komplett weiter. Oh, und die Painkiller halt nicht lange noch. Okay, ich gehe da vorne jetzt raus und gucke, was ich machen kann. Medic Door könnte ich anmachen und dann drüben raus. Nee, Alter, ich nehme zu viel Schaden zu schnell. Und ich habe kein Probi mehr.
Nice! Das wird scheiße. Wenn ich es doch nur abschneiden könnte. Ach, genau. Spectre, 3 Raider, ein Bier. Der war auch sichtlich überrascht. Zum Glück hatte er nichts an, sonst wäre das mein Tod gewesen.